Als ich herkam, wusste ich, dass das nicht einfach werden würde. Aber sollte es hart auf hart kommen, hoffte ich, dass ich meine Passage in die Staaten als Matrose an Bord abarbeiten könnte. Tatsache ist aber, dass hier keine Schiffe sind. Lediglich ein riesiges U-Boot, auf das mich ein Mann verwies, der sich selbst Captain nennt. Ich glaube nicht, dass ich einfach ein Ticket kaufen und an Bord dieses Monstrums gehen kann, das vor Jahren möglicherweise Raketen auf meine Heimat geschossen hat. Unser Treffen wurde unterbrochen, aber ich denke, dass es eine gute Idee war, dem Mann nicht entgegenzuwirken. Vielleicht ist er dadurch geneigt zu hören, was ich zu sagen habe, falls wir uns wiedersehen. Jo, hi, zurück zum Metro. Also, wir sind hier vom U-Boot. Letztes Mal ordentlich zusammengeknüppelt worden. Jetzt gucken wir mal, ob wir das hier irgendwie herausfinden, wem das U-Boot eigentlich wirklich gehört. Und was das hier eigentlich auf sich hat. Ich meine, ich kann ja auch mal ins Wasser springen. Wir sind ja freundlich eingeladen worden. Als Gast. Naja. Bin gespannt. Trabbelt ganz schön hier. Mayflower. Okidoki. Ups. Ja, mal ein bisschen Strom sparen, oder? Das geht ja wohl. Ist viel zu hell. So, na. Ach, da steht der Mann mit dem Regenschirm, alles klar. Verdammt, freue ich mich, dich zu sehen. Seit 23 Jahren habe ich keinen Amerikaner mehr getroffen. Ich heiße übrigens Tom. Freut mich auch, Tom. Gehört das Boot dir? Krieg ich ein Ticket? Du willst ein Ticket? Der war gut. Komm mit, lass uns reden. Also, sag mal, wo willst du denn hin? San Diego, nur hin. Kalifornien. Wahrlich, ein Himmel auf Erden. Natürlich abgesehen vom Verkehr in L.A., der war die Hölle. Hör mal, hilf mir kurz. Wie hieß euer Baseballteam nochmal? Padres. Richtig. Unser Team hat oft gegen sie gespielt. Ich komme aus Seattle, weißt du? Mariners. Falls weitere Prüfungen nötig sind. Ich persönlich nehme Lance Corporal. Es sind harte Zeiten. Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser. Ganz genau. Nice. Kann ich mitnehmen? Übrigens, Sam, das ist Klim, meine rechte Hand. Er ist bei meinem Geschäft hier für die Gewaltanwendung zuständig. Ja, okay, nice. Hi, Sam. Очень приятно, Klim. Der ist ja nett. Klims Jungs hätten dich zu keinem besseren Zeitpunkt einladen können. Das Dock hält den Wind etwas ab, aber trotzdem, sieh dir das mal an. Ja, wäre ich draußen geblieben, dann wäre ich jetzt schon fast in Kansas. Nicht, dass ich dorthin wollte. Wo möchtest du denn hin? Obwohl, warte. Wie wäre es, wenn wir erst eine rauchen und uns deine Story anhören? Da sage ich nicht nein. Obwohl es eigentlich keine besondere Story gibt. Mittlerer Osten, Afghanistan, dann Moskau. Ich gehörte zur Wache der Botschaft. War zufällig in der Metro, als die Kacke am Dampfen war. Dort haben viele Leute überlebt. Und dann saßen wir 20 Jahre in den Tunneln fest und glaubten, wir seien die letzten Menschen auf der Welt. Warum? Jede Menge Störsender. Die Anführer wussten es, haben es aber verschwiegen. 20 Jahre lang? Aber warum? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Ein Freund von mir fand die Wahrheit raus. Und mit ihm auch unser ganzer Trupp. Wir mussten fliehen. Über den ganzen Kontinent. Wir hatten einen Zug. Am Baikalsee trennten wir uns. Ich ging weiter nach Osten, immer weiter, bis ich hierher kam. Wenn mein Dad noch lebt, könnte er noch immer auf meine Rückkehr warten. Er wäre jetzt über 70. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich verstehe. Also suchst du jemanden, der dich nach Hause bringt? Ja,
Anders als damals fährt heute niemand mehr einfach so über den Pazifik. Aber ich kann dich in diesem U-Boot mitnehmen. Er könnte als kann, Tom. Das stimmt, Clem. Kann ich dir irgendwie helfen, Tom? Und wie bist du überhaupt an dieses U-Boot gekommen? Das ist eine lange Geschichte. Vielleicht eBay Kleinanzeigen. Tja, ich bin zwar in Eile, aber so sehr nun auch nicht. In dem Fall fange ich mal ganz vorne an. Übrigens, ich habe den Tennessee Sour Mash hier fast hinbekommen. Ist natürlich nicht ordentlich gealtert, aber der Grundgeschmack kommt hin. Trinkst du mit uns, Clem? Ich trinke meinen eigenen. Dieses feine Zeug ist nichts für mich, Tom. Das war nur der erste missglückte Versuch, weißt du. Aber wie du möchtest, natürlich. Auf unser Treffen. Auf unser Treffen. Auf unser Treffen. Wow, Kurosho. Was habe ich gesagt? Und? Bereit zum Zuhören? Vor dem Krieg habe ich hier Geschäfte gemacht, hauptsächlich auf dem internationalen Waffenmarkt. Die Bewohner hatten hier viel Geld und Möglichkeiten, aber keine Verbindungen und noch weniger Stil. Da konnte ich aushelfen. Clem kümmerte sich um die Beziehung zu unseren Partnern hier. Kurz vor dem Krieg begann unser Unternehmen endlich zu boomen. Doch dann fielen die Bomben. Den Rest kennst du ja. Ja. Unser Unternehmen hatte allerdings einen Wettbewerbsvorteil. Lagerhäuser voller Waffen. Und natürlich Clems Jungs, die diese Lagerhäuser bewachten. Dann gerieten wir in eine Phase dynamischen Wachstums und vor ein paar Jahren erfuhren wir von einer blühenden Siedlung hier in Vladivostok. Regiert wurde der Ort von dem Captain AD, den du schon kennst. Ich muss zugeben, er hat das ausgesprochen gut gemacht, war aber nicht auf den Krieg gegen Banditen vorbereitet. Und dafür boten wir unsere Hilfe an. Der Captain nahm sie an und wurde auch nicht enttäuscht. Clem fand eine radikale Lösung für das Banditenproblem. Ja, manche hängen noch immer. Das ist ein ganz nicer Boy, echt. Nun, dann erfuhren wir, dass das U-Boot die ganze Zeit funktionstüchtig war. Und der Captain hatte nie auch nur daran gedacht, diese enorme Möglichkeit zu nutzen. Wie hätte er sie denn nutzen sollen? Offenbar bist du kein Geschäftsmann. Genau wie er. Natürlich ist das zum Wohle aller. So viele Jahre seit dem Krieg hing das Leben der Menschheit am seidenen Faden. Denn es gab keine Streitkraft mehr, die alle Überlebenden vereinigen konnte, um die Zivilisation, so wie sie war, wiederherzustellen. Aber wir könnten diese Streitmacht sein. Ein neuer Staat, die wahre, leuchtende Stadt auf einem Hügel, der die ganze Welt zu neuen Erfolgen führen, die Apokalypse in einen Neuanfang verwandeln könnte. Wir müssten nicht mal schießen. Einfach nur vor einer Siedlung vor Anker gehen und unsere Raketenrohre öffnen. Dann werden sie uns bereitwillig alles geben. Unsere Macht akzeptieren. Findest du das unelegant? Es wäre jedoch nur das Vorführen von Fakten. Wir sind hier eine Macht. Wir sind die Streitmacht, die alle in die Zukunft führen wird. Verstehe. Und? Was hat der Captain gesagt? Ach, der drehte durch. Kein wollte Bock, uns loswerden. Als er begriff, dass das Spiel verloren war, lief er weg. Das heißt, dass ihr jetzt entscheidet, wohin die Fahrt geht. Genau. Es gibt nur ein kleines Problem. Das U-Boot ist intakt, aber die Reaktoren brauchen Brennstoff. Doch nur der Captain AD weiß, wo es noch Brennstäbe gibt und vor allem, wie man sie richtig einsetzt. Aber leider spricht er nicht mehr mit uns, seit wir uns damals zerstritten haben. Ja, so langsam ergibt so einiges Sinn. Dann möchte ich dir einen Deal anbieten. Sam, ich möchte, dass du für uns verhandelst. Sorge dafür, dass das Fossil versteht. Warum überrascht mich das nicht? Wenn er uns mit dem Brennstoff hilft, überlassen wir ihm die Siedlung. Wir finden dann im Nu eine bessere Basis. Natürlich kann er auch gern alle Männer bekommen, die mir nicht folgen wollen. Und sobald wir den Brennstoff haben, wird San Diego unsere erste Anlaufstelle sein. Deal? Deal. Sam, du wirst als unser Unterhändler etwas Schutz brauchen. Du kriegst meine besten Leute. Danke, Clem. Aber ich arbeite lieber allein. Das nenne ich mal mutig. Lass Sam machen, Clem. Er kann das. Wie du meinst, Boss.
Also, haben wir einen Deal. Trotzdem statten wir dich besser nach unserem Standard aus, wenn du uns in Verhandlungen repräsentieren wirst. Mhm. Krim, bedeutet? Bitte stell Sams Funkgerät auf unsere Frequenzen ein. Klar. Hier. Kommen wir zum wichtigen Teil. Die Karte der Gegend. Sie ist so exakt wie nur möglich, bedenkt man die Umstände. Und sie zeigt alle Verstecke des Captains, die uns bekannt sind. Sieh dort zuerst nach. Fertig. Spasibo, Clint. So, der Funk ist geklärt. Und für die restliche Ausrüstung mach dich auf den Weg zum Schießstand. Dort wirst du alles bekommen. Ruh dich aber erstmal aus. War ein langer Tag. Danke, aber ich gehe lieber gleich. Schmiede das Eisen, solange es heiß ist. Gut. Deine Entscheidung. Danke, Tom. Dann gehe ich jetzt mal. Immerhin hat der Sturm schon aufgehört. Viel Glück. Natürlich. Schas Livo. Schas Livo. Tschüss. Komischer Vogel, wenn ich das mal so sagen darf. Kann ich irgendwas zocken? Nee. Ah, hier, Muddis gibt's auch. Sehr schön. Okay, so, dann gehen wir raus. Der Schießstand. Lass uns mal gucken, wo man hier hin kann. Hallo. So. Okay, gehe ich wieder raus oder was ist jetzt hier Fakt? Howdy, Uncle Sam. Howdy. Du wirst am Schießstand erwartet. Ah, okay, Schießstand ist da drüben. Ja, alles klar. Auf der anderen Seite der Brücke. Ja. Hi, Amerikaner. Ich glaube, ich hab's. Zeit, die Zündung zu überprüfen. Krasser Funk. Machen wir erstmal hier eine kleine Kerze an. Nee, deine Schaltung ist tot. So, was habt ihr am Start hier, Leute? Du? Ich wusste, ich hatte irgendwas vergessen. Wer bist Geh du? Zum Schießstand. Alter. Motor an. Sakata. Du hast es wirklich geschafft. Wir gehen gerade um unsere Stände, Leute. Ach komm schon. Hier ist geschlossen. Ja, dann gehe ich jetzt zum Schießstand. Aber warum? Ah, ich hab dich schon erwartet. Ich heiße Danila und bin Toms Waffenschmied. Mhm. Der Boss will, dass du umgehend ausgestattet wirst, Sam. Also kommen wir zur Sache. Zuerst dein Universaldetektor. In den Ruinen sind überall Minen, daher solltest du nie ohne ihn losziehen. Außerdem findet er Ersatzteile, Waffen, Ressourcen. Eigentlich ziemlich cool. Viele Dinge. Nett. Absolut. Jetzt ein neues Gewehr. Kommt mir vertraut vor, aber anders. Wurde hier in der Gegend angefertigt und für unsere eigene Brandmunition optimiert. Nimmt auch normale Munition auf, nur die Standardmagazine nicht. Schließlich sollen unsere Idioten ihre alten Gewehre ja nicht abfackeln. Danke, ich werde gut darauf aufpassen. Ah, freut mich zu hören. Ich denke, jetzt bist du bereit. Du kannst sie hier ausprobieren. Mein Assistent hält ein paar Magazine bereit. Okay. Viel Glück. Gib mal her. Gib her. Okay. Worauf schießen wir? Ja, okay, ballert ein bisschen rum, alles gut. Hast du noch mehr Moon? Ach, das war's schon. Diese hier sollte sich nicht nur vertraut anfühlen. Die ist echt. Eine 45er Automatik, direkt aus Toms Premium-Vorrat. Ihre Schwestern verkauft, aber die hier ist perfekt. Einschießen nicht mehr verwettet. Die wird dich okay. Also niemals im Stich lassen. Soll mir recht sein.
Versuch, alle Ziele zu treffen. Ich wollte schon immer mal einen echten Marine in Aktion sehen. Habt ihr noch Muni, Mädels? Controller, ne? Das ist ein bisschen besser mit Maus. Habt ihr keine... Vielleicht möchtest du es nochmal probieren. Ach, meinst du? Ja. Die brauche ich. Ja, noch ein Versuch kann nicht schaden. Haha, so lobe ich mir das. Ach komm. Ne, dann habe ich keinen Bock mehr, Leute. So, was haben wir noch? Gibt's noch was Nices? Komm, wir machen den Shit wieder aus. Nee, geht nicht. So, jetzt habe ich nur die kleine hier. Ah, hier ist noch so ein Bastelding. Zerlegen, herstellen, okay. Okay, ich brauche Material, Messer, Klöter. Okay, alles so ungefähr einmal dabei. Ein Filter mal auf. Okay, so. Ich wusste, dass das nicht mein Tag ist. Tja, an diese Babys muss man sich erst gewöhnen. Diese Waffe hat so ihre Tücken. Kein Wunder also. Ich denke, für den Moment reicht es. Du brauchst wohl mehr Munition. Hier, nimm die. Absolut. Okay, so, Waffe wechseln. Nun, dann halte ich dich nicht länger auf. Viel Glück, Sam. Danke, Daniela. Man sieht sich. Ja, man sieht sich. So, was habt ihr noch im Start? Ich kann ja garantiert irgendwas zocken. Nee. Was haben wir noch? Nice. So, gehen wir raus, oder? Weil ich meine, es ging nur darum, hier Waffe zu bekommen. Achso, haben wir dies, ja, haben wir uns angeschaut. Okay, gehen wir raus. Und, hast du dich ausgerüstet? Waffen eingeschossen und sowas? Ja, die Carbon geht dummer. Großartig. Dann viel Glück. Komm, wir sind schon 100 Mal hier gewesen. Also gut, ihr könnt weiter. Endlich. Klappspaten. So. Aber der neue Anführer ist in meinen Augen in Ordnung. Da, da ist dieser Amerikaner! Ja. Na du Vogel. Da, er guckt uns geradewegs an. Okay, doch recht groß, ne? Hallöchen, amerikanischer Gast, wie geht es dir? Ja, mir geht's super. Wie ich hörte, hast du den Captain schon getroffen. Wie geht es ihm? Ach, sag nichts, ich weiß, für ihn ist es hart. Wir prüfen noch. Aber ja, da fehlt definitiv noch was. Irgendwelche Verdächtigen? Und dass wir bereit sind, ihm zu folgen. Ah, okay. Das sind dann die Abtrünnigen. Okay, verstehe. Die Jungs versuchen, ihn rauszuholen. Ach, den kenne ich.
Den fand ich schon immer verdächtig. Ich würde mal nachsehen. Okay. Aha. Toms neue Anweisung gefällt dir also nicht? Ich weiß, dass du mich nur provozieren willst, aber das ist mir inzwischen... Okay, die haben alle keinen Bock auf Tom, verstehe. Der ist also so ein komischer Vogel. So, was macht ihr zwei hier? Amerikaner, du bist nicht sauer, oder? Nein, nicht sauer. Der Boss war total freundlich. Ein schickes Boot suchen sollen. Und hier ist es. Okay, nice, danke. Jetzt keine Zeit. Gut. Nimm einfach das Lenkrad und benutz die Steuerung wie bei einem Auto. Das klappt prima. Er hat sogar einen Kompass. Ja, lass das Boot aber nicht unbewacht. Da steckt viel Herzblut drin. Okay, okay. Oh, bei Junge. Vollem Tempo dauert es etwas anzuhalten. Selbst dann, wenn du in den Rückwärtsgang schaltest. Und bitte, bring es in einem Stück wieder zurück. Okay. Ja, für ihn hat es einen hohen ideellen Wert. Ja, das hat es wirklich. Nett, das werden Sie nicht. Okay, also da fahren wir dann los, würde ich sagen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir noch einen Amerikaner hier haben. Tja. Tut mir leid. Außer Tom hat hier wohl niemand wirklich und, Amerikaner läuft's? Erwartet. Fortschritte? Kein bisschen erst. So, du Vogel, was machst du hier? Bist du im Knast, oder was? Ja, da sitzt er ganz alleine, arme Sau. Gar nichts gestohlen. Ja, sicher. Dein Märchen gefällt mir. Erzähl mir mehr davon. Okay, also wir nehmen das Boot und düsen los, oder? Jetzt ist es deins. Okay. Viel Glück und eine ruhige See. Gott sei Dank. Jetzt soll zum Bremsen, okay. Okay, Mine-Ding. Ich hätte ja Bock, das Ding zu benutzen. Also Kompass, Funkgerät, verstehe ich ja alles. Ist das nur so ein Sensor, der rumpiept oder was? Okay, das sieht nicht gesund aus hier. Ja, durchballern. Was tut sich da im Wasser? Übel. Okay, so Snakes. Übel. Oh, oh. Nicht kaputt fahren, das Ding. So, einmal kleine Hafenrundfahrt und jetzt geht's weiter. Hör dich laut und deutlich, Tom. Gut, ich wollte noch sagen, dass alle meine Leute jetzt wissen, dass du ein Jacht bist. Es gibt allerdings hier und da noch viele andere Leute. Sollte sich die Dienst über jemand feindlich verhalten, kannst du den mit Karriere abteilen. Danke, Tom. Ich werde es mir merken. Danke, Tom. Sehr freundlich. Viel Glück, Sam. Tom hin. Okay, Map. Geht so, okay. Finde den Captain, machen wir gerne. Wir sind hier und könnten da hinfahren. Okay, verstehe. Alles klar. Also erstmal ein bisschen weiter ballern.
Okay, da oben können wir rauf. Das mit den Minen habe ich noch nicht so richtig gerafft. Da oben sind irgendwie Typen oder einer. Komisch. Ich dachte, das wird zum Aussteigen jetzt hier. Aussteigen? Nö. Alter, komm. Das ist jetzt nicht so schwer. Einfach mal aussteigen. Wer weiß es, wer weiß es. Warum hat das eben nicht funktioniert? Traf ich nicht. Okay, cool. Wir sind draußen. Ah, nice Pilzchen. Komisch. Zombie-Scheiße, oh no. Aha, kriegen wir. Oh! Okay. Alter, hau ab! Oh oh. Mann, da hab ich jetzt keinen Bock drauf auf Zombie. So, das Ding zeigt irgendwie gar nichts an, oder? Wie soll das funktionieren? Lass mal gucken. Ne, das nicht, sondern... Ah ja, okay. Okay, alles klar. Verstanden. Alter! Wird es auch lauter oder was? Könnte nützlich sein. Ja, denke ich auch. So, da geht's noch weiter, da geht's weiter rauf oder rum oder was auch immer. Okay, so, da drüben kommen wir aber auch nicht weiter, ne? Hier gibt's noch Bildchen. Piept sehr nah irgendwie. Aber ich habe das, wie gesagt, noch nicht gerafft mit den Minen. Was sagt denn das Ding hier? Okay. Okay, zwei irgendwie irgendwas. Grüne Punkte. Das ist der eine grüne Punkt. Das ist der andere grüne Punkt oder was? Kaputt. Noch zwei grüne Punkte. Okay, schon vorbei. Ist über mir dann wahrscheinlich. Oder ist das hier drin? Ah. Lässt sich nicht öffnen. Mhm. Ah, ich sehe da nichts. Ah, das ist interessant. Snakey Boy. Katsch. Okay.
jetzt können wir es mitnehmen. Die Kiste. Kann ich brauchen. Medipacks, sehr gut, ja genau. Okay, hier kommen wir rüber. Oh! Irgendwie musst du auch kaputt gehen irgendwann mal. Oh, nice. Molly reicht es. Okay, noch mehr. Cool. Warte. Geh mal rauf. Aber da runterspringen wollen wir nicht. Das ist ein nice Schwimmbecken. Alter, voll am Piepen dran. Am Sein. Ist das hier unten oder irgendwas? Ich meine, interessant sieht natürlich aus, dass man da irgendwie runterkäme. Und dann da unten irgendwie rein, oder? Ist das so? Einfach mal gucken. Alter, will ich in die Soße rein? Wir schauen. Ja, ich will in die Soße rein. Okay, man kann da hinten irgendwie dann durch. Oder was? Boah, ekelhafte Soße, ey. Zwei komische. Okay, ich geh mal kurz das Treppenhaus hier hoch. Also richtig wissen, wo ich bin, tue ich jetzt nicht. Oh, was ist das, diese Mine oder was? Nee, Zeugs. Okay. Brigodica! Okay, das lohnt sich hierher zu kommen. Mehr Mollys. Waffen ohne Ende. Okidoki. Nicht schlecht, und das ist die andere Seite, oder was? Ach, wie nice. Okay, cool. Einmal rumgelaufen. Aber was hier immer piept mit den Minen, das habe ich noch nicht gecheckt. Sprach so und trat rein. So, da waren wir dann jetzt. Den haben wir weggeballert. Was zum Teufel? Okay. Okay, cool. So weit, so gut, oder? Da unten ist das Boot. Oh, Nummer 2. Die, mein Freund. Mann. Hässlicher Vogel. Viel okay, besser. Gerade mal so überlebt. Ja, viel besser, ja klar. Okay, komisch hier alles, ne? Schon wieder so ein scheiß Vieh. Die Viecher, weiß ich nicht, was die machen, ne? Die werden einen wahrscheinlich irgendwie übelst angreifen, wenn man da reingeht. Na gut. Speichern schadet nicht. Okay, hier raus kommen wir nicht. Ah, hier, okay. Das war schon mal sehr ungesund. Wow. Was zum Teufel? Nachtsichtgerät, sehr gut. Kanuff.
Nicht so gut drauf, der Junge. Nahkampf. Kriegen wir den kaputt mit Nahkampf? Glaub nicht. Doch. Treten tut er auch. Alter Verwalter. Oh, da sind noch mehr. Medipack sehr gut. Wir wollen jetzt hier nicht reinkommen. Хорошо. Müssen wir raus, ne? Zu den freundlichen Typen. Kann man die auch so schon wegballern? Ja. Von euch gibt's hier viel zu viele. Ja, finde ich auch. Okay, that's it, ne? Das Ding ist zu, oder? Ne? Rein theoretisch. Wenn er da rauskrabbelt, kann ich da auch da rauskrabbeln. Ja, okay. So richtig, wo man die treffen muss, habe ich noch nicht. Kopfschuss oder was? Das mag ich ja nicht so gerne. Wird wieder gekämpft. Ja, irgendwann ist auch mal Schluss. Dann hätte die wahrscheinlich wirklich zuerst mal chillen müssen. Doch recht voll, ne? Tja, wenn mir jetzt einer erklärt, wie wir das Ding benutzen. Also, den auswählen, alles gut. Aber jetzt werfen. Ist es so schwer? Komm, wähl mal aus. Wähl mal, nein, oh Mann. So, werfen. Was für ein Scheiß. Okay, dann müssen wir wegballern. Müssen wir mal lesen, wie das geht. Steuerung vergessen. Steine werfen. Alter, das mag ich gar nicht. So, hau ab. Da kommt der nächste. Okay. Na, ich zum Boot, ne? Geh weg. Vollgas. Tschüssi! So, raus aus der Höhle. Lass mal gucken, wo wir sind. Map-technisch ist ja ganz nice, aber wir müssen irgendwie da rüber, ne? Okay, gucken wir uns aber erst beim nächsten Mal an. Also, bis dann. Ciao!